Ballade von Mackie Messer. Komponiert hat das Ganze Kurt Weill. Bert Brecht hat einen sehr, sehr schönen Text dazu geschrieben. Den habe ich umgeschrieben. Bei Mackie Messer geht es ja um einen Verbrecher, ja, mit weißer Weste. Und dem man nichts beweisen kann. Weil es ihm immer gelingt, sozusagen seine kriminellen Machenschaften zu verschleiern. Nun ist es ja so, wir haben ja die CSU. In Bayern hat ja in den Landtag einen Gesetzentwurf eingebracht, Burka-Verbot, also das heißt Verbot der Verschleierung. Und ich sage Ihnen eins, wenn man sich das Finanzkapital ansieht, was da verschleiert wird, dann ist die Verschleierung von Frauen überhaupt kein Problem. Das ist eine ganz andere Dimension. Ja, wenn Sie da versuchen, die Burka zu lüften, also der Letzte, der das versucht hat, der ist in der Forensik in Bayreuth gelandet. So, nun viel Spaß mit der Ballade des Steuerflüchtlings. One, two, one. Harry Hedgefonds, der macht Wetten und die klappen oder nicht. Doch das Geld steht nur auf Zetteln. Doch die Zettel, die sieht man nicht, denn die flattern, bau, durch die Netze in Oasen, still und stumm, ohne Regeln und Gesetze und kein Prüfer sieht sich um. Da ist Graham, Geldanleger, weiß nicht wohin mit seinem Kies. Doch das liegt nur wenig später im nächsten Steuerparadies. Und die Staaten sind verschuldet und sie sparen sich grün und blau. Alles schweigend wird erduldet und belangt wird keine Sau. Auf freiem Fuß bleibt Bobby Banker, Mike Minister und DAX-Index, Armani-Anwalt und Rocky Rating und weiter wechseln Chips und Schecks. Und was glaubst du, Paul Parteimann, blickt er durch hier? Glaubst du, der ist völlig frei, Mann, oder nur ein kleiner Wicht? Und da ist das Heer der Zahler, deren Arbeit nicht mehr lohnt, werden endlich radikal. Man sich warum, ja, warum geht der Mensch nicht wählen? Und das hängt eventuell mit der Politikverdrossenheit zusammen. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht, denn wir tun ja eigentlich alles, ja, um die politische Meinung zu bilden. Das ist ja auch der Auftrag der Parteien, nicht? Die Meinungsbildung. Und
was die alles machen, das ist irre. Bei der letzten bayerischen Landtagswahl zum Beispiel hat die CSU Plakate hängen lassen. Da stand folgendes stichhaltiges Argument drauf. Bayern, das Land. Ich wäre nicht drauf gekommen, das hat mich überzeugt. Das war ein überzeugender Inhalt. Bayern, das Land. Hätte man auch draufschreiben können. Zwetschge, das Obst. Zufällig ist zufällig ein Tuba-Spieler im Saal. Ja, so schaust du aus. Wo ist der? Tonart, ich bitte dich. Ich glaube A. A? A du? Sie müssen die Luft tief einatmen und dann. Ja, ist ja. Ich probiere jetzt mal. One, two, one, two. Großes Kino, Hennenhöfer. Merkel holte diesen Mann und sagte, schau dir mal ganz kritisch die Kernkraftwerke an. Als Schröder kommt, da wechselte er zu E.ON in die Bütt, von wo aus mit Trittin er um Laufzeiten stritt. Kaum ist die Merkel Kanzler, da ist er wieder da. Nur blöderweise spratzelt's in Fukushima. Doch statt ihn entzulagern, sitzt er dann bei der EU als Reaktoroberaufsicht. Na und jetzt kommst du da. Unten stinkt der Fisch, es stinkt nicht selten an beiden Seiten vom Tisch. Der Stoiber bei ProSieben, der Wiesheu bei der Bahn und Roland Koch, der wanzt sich bei Vodafone ran. Der Urlaub macht schon Urlaub vom Job beim BND, dann sitzt er bei der Deutschen Bank. Joche, nur im 12. Stock verdient man deutlich mehr als im Parterre. Man fällt auch deutlich tiefer, ein Polster muss her, dein weiches und dickes, ein schönes und schickes, ein wasserdichtes Polster, bitte sehr. Thank you. Thank you, nice. Thank you for your kind acclamation. Ja, Sie wissen ja selber, seit der Globalisierung und der digitale Revolution hat die Anglisierung einen kräftigen Schub gemacht. Professional English, das went ja buchstäblich like a rocket through the blanket. Aber das hat natürlich auch stichhaltige Gründe, das macht man ja nicht simpel so. Das macht man ja nicht me nothing, you nothing. Also das hat schon handfeste Gründe, also hand-fisting reasons. Ne, weil jetzt für die globale Geschäftskorrespondenz ist das schon hilfreich. Ne? All paint. All paint. Allemal. Also so seen. A clever chess train. Ja, also ein kluger Schachzug. Aber die Rumreiterei auf das Globale, die hat natürlich auch seine Shadow Pages. Ja, weil heutzutage kann sich ja jeder dahergelaufene Jack Sausage Hans Wurst kann sich jetzt der Manager nennen. Ja? Also was weiß ich jetzt, ein Hausmeister, der nennt sich jetzt Facility Manager. Ha, seldom so laughed. Seldom so laughed. Oder hier jetzt einfacher Spüler aus der Kaffeegastronomie, die nennen sich jetzt Triple CE. Also CCCE, Kaffee Cup Cleaning Executive.
Also, please, jetzt echt, really. Somewhere ist auch mal Finish.